Was hier so spektakulär herumwirbelt, ist ein sogenannter Hydrofoiler. Mit ihm hebt der klassische Wasserskisport ab in die Lüfte. Nur was für echte Profis, aber davon hat der erste Motorboot- und Wasserskiclub Straubing so einige. Insgesamt 230 Mitglieder, davon allein 90 im Jugendbereich. Ein Verein mit 47 Jahren Tradition. Und diese tapferen 16 hier trainieren gerade für die neueste Wassershow. Von März, Mitte März ungefähr bis zum Volksfest. Und die Zeit selber ist meistens von 6 bis, ja, bis Sonnenuntergang, sprich ab und zu 22 Uhr. Am Anfang war es schon mühsame Arbeit, da haben wir eine ganze Saison gebraucht. Aber mittlerweile fahre ich die Pyramiden seit 25 Jahren. Das ist eigentlich schon Routine irgendwie. Jetzt bei knapp 21,4 Grad Wassertemperatur haben die Sportler fast schon tropische Übungsbedingungen. Die Neopren-Shorties erfüllen im derzeit erhöhten Donauwasser aber auch ihren Zweck. Denn baden geht hier jeder mal. Regelmäßig und sogar freiwillig. Die Wasserskishow am zweiten Volksfestwochenende ist dabei mit Abstand das Highlight im Trainingsjahr der Clubmitglieder. Wir sind schon stolz drauf und man trainiert ja immer sehr viel, vor allem die Kinder und die Jugendlichen trainieren sehr viel und für die ist es immer ein sehr großer Ansporn, wenn sie dann da oben fahren dürfen und vor so vielen zuschauen und dann der Applaus ist natürlich dann das Beste für die Kinder. Und wenn alles klappt, ist es dann wunderbar. Hinter dem, was am Ende für den Zuschauer so einfach erscheint, steckt in Wirklichkeit sekundengenaues Timing, eine ausgeklügelte Logistik und viel persönlicher Einsatz. Und das jedes Mal aufs Neue. Wir haben ursprünglich jedes Jahr eine gefahren, dann hat man aber festgestellt, dass das einfach der Aufwand zu groß ist. Und wir fahren jetzt alle 2 Jahre eine Wasserskischau und ich denke, das ist ja gut so. Wir sehen die Lena jetzt mit Paar-Ski fahren. Die Geschwindigkeit ist ca. 32-33 km/h. Und wenn man genau betrachtet, sehen wir schon, dass die Lena 2 Leinen und 2 Hantel in der Hand hat. Von der anderen Flussseite begegnet uns jetzt der Tommy, gezogen von dem Mastercraft. Und er wird jetzt in einem Zug zur Lena geschleudert. Lässt aus und übernimmt die Leine und fährt weiter. Und somit sind beide an einem Boot vereint. Eben echte Teamarbeit. So wie alles bei den Showfahrern des MWSC Straubing. Ohne das wäre die knapp eineinviertelstündige Show auch kaum auf die Füße, Wasserski zu stellen. Das wird ein sehr abwechslungsreiches Programm mit lustigen Nummern, aber auch mit akrobatisch schwierigen Nummern. Das beginnt mit ganz einfachen Page-Nummern, Nummern, wo mehrere Wasserskifahrer hinterm Boot fahren, Pyramiden. Einzigartig in diesem Bereich die 6er-Pyramide. Dann wird es auch Nummern geben, wo Barfußwasserskifahrer zu sehen sind. Bis zu 3 Barfußwasserskifahrer an einem Boot. Und es wird auch einen spektakulären Brückensprung geben, wenn es die Wasserverhältnisse zulassen. Für alle, die sich an dem eben gezeigten noch nicht satt gesehen haben sollten, mehr davon gibt's am 16. August ab 16 Uhr auf der Donau bei der Straubinger Schlossbrücke.